Sven. Moin Herbert, schön dich hier in Hagen zu sehen. Hallo. Moin. Du kommst ja rasant rein heute. Ja, ich konnte es mir nicht verkneifen. Das Rad stand vom Eingang, habe ich gesagt, guck mal, ob es wirklich das kann, was es kann. Ja, das kann eine ganze Menge. Damit kannst du schön durch die Stadt fahren, aber auch mal richtig querfeldein. Ja, das habe ich gesehen und allein übersetzungstechnisch sieht das schon so aus. Als würde das auch wohl gerne ein bisschen arbeiten, das Rad. Hm? Definitiv. Da kannst du auch gerne mal im Urlaub in den Bergen mit unterwegs sein und die Berge beklimmen. Kannst aber auch ganz bequem einfach bei uns in Ostfriesland fahren. Gar kein Problem. Ja, also so übersetzungstechnisch, schaltungstechnisch mit Shimano XT ausgestattet. Genau. Also da ist schon ein bisschen was. Ne? Genau. Vor allen Dingen hast du einen Motor, der richtig Power hat. Performance 6 von Bosch, 625er Akku. Das heißt, du kommst super damit klar, auch in den Bergen. Mhm. Gute Bremsanlage natürlich, gute Verzögerung, wenn du mal bergab fährst. Mhm. Also von daher, ja, du sagst Punkte an vielen Ecken. So für unsere Zuschauer, der knallt hier ein Ding nach dem anderen raus. Also man merkt, du bist ganz schön im Thema. 625er Akku, was heißt das? 625 Gramm? 600... Genau, 625er Akku heißt 625 Wattstunden. Das bedeutet, du hast die Energie im Akku, die dich vorantreibt. Mit 625 Wattstunden kommst du, wenn man das mal in Reichweite ausdrückt, das ist ja das, was die Leute interessiert, hier bei uns im Flachland mit moderater Unterstützung, gute 100 Kilometer. Fährst du Berge hoch, Berge runter. Der ist natürlich dementsprechend ein bisschen weniger, aber entscheidend ist eigentlich 500er als Basis, reicht eigentlich aus bei uns in Ostfriesland. Hm. 625 mit dem kräftigen Motor, super Geschichte, dass du wirklich überall unterwegs sein kannst. Ja, das hört sich nach nicht nur langen Touren an, das hört sich nach schönen Radtouren an, die man unternehmen kann. Und weißt du, was du dafür brauchst für richtig gute Radtouren? Nee. Prima Sattel. Und weil wir das ja wissen und bei solchen Rädern geht es ja darum, dass man auch länger fährt und nicht nur damit Brötchen holen geht, haben wir das Rad gleich von vornherein ausgestattet mit dem Luftikus von der Firma P&P. Mhm. Weil serienmäßig ist das Rad direkt ausgestattet mit einer bei Schulz Federsattelstütze, Parallelfedersystem, hier auch in der LT-Ausführung mit 50 mm Federweg. Dazu kombiniert. 50 mm Federweg. Genau. Für den, der das nicht weiß, geht die Dämpfung so oder macht die Firma bei Schulz das ein bisschen anders? Bei der Firma bei Schulz ist es natürlich kein klassisches Federsystem, keine Teleskopfeder, sondern wir haben ein Parallelfedersystem, was den Sattel immer gerade lässt, der federt nach hinten. Das zeige ich einfach mal. Das heißt, man sieht, dass der Sattel immer gerade bleibt. Hat den großen Vorteil, das kann nicht verkanten. Falls man mal ein bisschen weiter hinten sitzt, hat man nicht das Gefühl, dass die Federung stockt, sondern die funktioniert perfekt. Schön ist hierbei auch, die Feder ist nicht einstellbar. Klingt erstmal schlecht, ist aber perfekt, weil man diese Federung in verschiedenen Stärken kriegen kann, je nachdem, wie schwer du bist. Das heißt also, das Körpergewicht spielt bei der Auswahl der Sattelstütze bzw. bei der Federung, die man dann individuell, wir beide sind große Kerle, ne, wiegen auch ein paar Kilo, wenn jetzt sich jemand entscheidet, der ein bisschen leichter für das Rad ist, aber das Empfinden hat, dass die Federung zu hart ist, dann hast du eine Lösung für das. Genau, dann habe ich einfach die Lösung, dass wir die Feder tauschen. Das heißt, also, damit ich es richtig verstanden habe, das silberne Federelement kann hier getauscht werden. So ist es genau. Bieten die, ich meine, in 5 verschiedenen Stärken an. Da ist natürlich immer ein Bereich zwischen 10 und 15 Kilo, dass das auch passt für viele, dass es nicht zu viele Federn gibt. Mhm. Das in Kombination mit einem richtig guten Sattel ist eigentlich das, worauf es ankommt. Man kann sagen, wir tauschen bestimmt 90% aller Sättel bei den Fahrrädern aus. Mhm. Häufig natürlich wählen wir Sättel von der Firma P&P, weil die sind einfach perfekt. Die Kunden kommen gut damit klar. Wir bei uns hier im Hause bieten die Sattelgarantie an. Sattelgarantie, was ist das? Ganz einfach gesagt, kaufen, testfahren, bei nicht gefallen wiederkommen. Neue Beratung, neuer Sattel, bestmöglich natürlich von P&P. Ich muss aber sagen, der Luftikus, jetzt hier in der verstärkten Ausfertigung, ist unser Dauerbrenner seit Jahren schon. Wenn wir den verkaufen, kriegen wir den meistens nicht wieder. Warum? Weil die Kunden einfach damit zurechtkommen. Also du sagst das so selbstverständlich, Mensch, ja, wenn dann der Sattel. Und ich weiß das, dass der gut ist. Aber unser Zuschauer, der muss ja auch so ein Feature haben, warum ist der so gut? Du sagst seit Jahren, also genau. Den Luftikus, so
mal als Tipp, vielleicht brauchen wir diese Antwort irgendwo mal in einem Video, den gibt es seit nunmehr knapp 30 Jahren. Er hat sich zwar ein bisschen gewandelt, Oberflächen und sind immer mal zeitgerecht angepasst worden, aber du stellst fest und sagst, ja Mensch, das ist so ein Sattel, der passt für viele Typen Fahrrad. Und du erwähntest, warum werden so viele Sättel getauscht? Das muss ja einen Grund geben. Genau. Oft ist es bei Herstellern natürlich so, dass die Sättel dem Fahrrad angepasst werden, nicht dem Fahrer. Aus optischen Gründen werden natürlich schicke Sättel verbaut, meist ziemlich schmal, kommen viele nicht mit klar. Was ist schmal? Schmal. Es ist natürlich abhängig davon, was ein Fahrradtyp das ist. Mhm. An einem sehr sportlichen Rad sind die meist sehr schmal, also teilweise wirklich vielleicht 15 cm breit. Mhm. Bei sportiver Fahrweise nach vorne geneigt ist das völlig in Ordnung. Man sitzt nicht mit der vollen Po-Fläche auf dem Sattel. Da fehlt mir eins, was ganz wichtig ist. Da sprichst du mir so ein bisschen aus der Seele, dass oftmals sehr schicke Sättel an Rädern dran sind, weil sie halt schick sind, aber sie passen überhaupt nicht zu dem Menschen, weil sie viel zu schmal sind. Und da hast du gerade so einen interessanten Satz gesagt, der mir gut gefällt. Oftmals ist ein nicht passender Sattel montiert. Das heißt, ich habe einen extrem sportlichen Sattel, so wie hier auf einem sehr sportlichen Rad, was aber ja von der Sitzposition eher so ein bisschen in die Komfortliga geht. Obwohl der Hersteller hier jetzt mit breiten Reifen, mit extrem stabilen Rahmen, also ein sehr wuchtiges Rad gemacht hat, was, ich sag mal, so ein bisschen den Mountainbike-Touch hat. Aber wenn man mit fährt, so wie ich gerade, merke ich, man sitzt doch schon recht aufrecht und sehr moderat. Genau. Und da passt natürlich ein schmaler Sattel nicht so richtig hin. Genau. Ein schmaler Sattel sieht oft besser aus, heißt aber nicht, dass er der richtige Fahrradsattel für den Fahrer ist. Von daher eben das regelmäßige Wechseln. Mhm. Dafür gibt es bei uns halt die Beratung und dann schaut man einfach, wer sitzt drauf, wie sitzt er drauf. Jetzt könnte man sagen, jeder sitzt auf dem Rad gleich. Das ist natürlich ein Irrglaube. Wir haben die Möglichkeit, den Sattel in der Länge zu verschieben im Prinzip, an der Position, in der Längsausrichtung. Warum? Also für mich ist das klar. Aber wenn man das so technisch erklärt, warum muss man den Sattel etwas nach vorne und warum etwas nach hinten schieben? Ich möchte dich nicht unterbrechen. Es hat eigentlich damit zu tun, dass die Position über dem Tretlager sich dadurch ändert. Das heißt, da wo ich trete mit den Beinen, ist es einfach so, wenn ich ihn weiter nach hinten schiebe, trete ich weiter nach vorne. Habe ich ihn weiter vorne, trete ich weiter über dem Pedal. Jeder hat einen anderen Anspruch, wie das zu sein muss. Dazu haben wir natürlich auch den Abstand, der sich zwischen Vorbausystem, also Gabel und Sattel, ändert. Das ist auch für jeden ein anderer Fahreindruck. Und darum ist das eine wichtige Sache, dass man das einstellen kann und auch mal guckt. Genau, das gefällt mir gut, was du erklärt hast, weil viele wissen einfach gar nicht, dass wir natürlich auch viel Belastung auf dem Knie haben. Einige sitzen sehr eng auf dem Fahrrad und haben gar nicht die Möglichkeit, die Hebelkräfte des Beins so effizient auszunutzen, dass man wirklich auch geschmeidig dahin fährt, sondern die sitzen, wie du gerade sagst, mehr oder minder über dem Tretlager oder teilweise zu dicht nach vorne und bringen den ganzen Antriebsdruck mehr oder minder nach unten und nicht nach vorne. Und deswegen ist das für uns aus dem Hause P&P super wichtig, an dem Sattel hier unten eine lange Schiene drin zu haben. Das gilt für viele sportlichen Sättel, die wir haben. Natürlich, klar, die Pier-Serie. Dann haben wir natürlich beim Rückenwind oder beim A&O oder Luftikus die Möglichkeit, das, was du gerade so schön beschrieben hast, das sprichst du mir so ein bisschen aus der Seele. Das ist ein Thema, was so unglaublich wichtig geworden ist. Und ja, dann kommt man tatsächlich zu dem Punkt, wie du gerade so sagst, Mensch, man kann das auch ein bisschen individuell, weil wir sind halt alle unterschiedlich. Von der Größe, von der Beinlänge, von der Armlänge, vom Oberkörper her. Das sind so viele kleine, ja, süße Faktoren, die du scheinbar gut bemerkt hast. Und sagst, Mensch, ja, wir sind an der Stelle auch fit. Ergonomie ist ein Thema geworden. Ich sehe, ihr habt so unglaublich viele unterschiedliche Typen Fahrrad hier, von ganz sportlich, City. Vorne habe ich die Mountainbike-Ecke gesehen. Also auch das ist ein Thema, dass auch so die jungen Kunden merken, Mensch, ja, ich will Fahrrad fahren, ich will vor allen Dingen auch gemütlich fahren. Auch wenn ich ein Mountainbike fahre, ist natürlich der Part, 40, 50 Kilometer zu fahren, tendenziell mehr durch den Motor. Und ob man jetzt im Ostfriesischen wohnt oder im Mitteldeutschland, im Süden Deutschland, ja, Fahrradfahren soll Spaß machen. Ne? Das ist da an der Stelle schon ganz wichtig.
Ja, und so wie du hier gerade auch bei dem Rad so schön beschrieben hast, für dich so ganz selbstverständlich, du siehst, Mensch, da ist ein cooler Antrieb drin, da ist eine richtig coole Übersetzung drin. Alles zusammen macht so ein Rad natürlich auch ja, langlebig und auch für viele Kilometer geeignet. Ne? Genau. Und viele Kilometer ist das Stichwort. Die meisten Kunden, ob jung oder alt, die sich so ein teures und schönes Fahrrad anschaffen wollen, fahren. Und das wäre das Schlimmste, wenn die einfach da nicht mit zurechtkommen, aufgrund des Sattels, der Ergonomie. Die Hersteller arbeiten ja schon daran, dass man über verstellbare Vorbauten montiert. Das ist eben wichtig, um die Sitzposition effektiv auch zu ändern. Das heißt, hier haben wir mit der, ich sag mal, normalen Sitzposition den Luftikus gewählt. Hier kann aber auch jemand drauf sitzen, der sagt, ich möchte bequemer, noch aufrechter sitzen, dann stellen wir den Vorbau hoch und dann ist es vielleicht nicht der Luftikus. Wir verkaufen sehr gut und sehr gerne auch den Goldi, der ist breiter, der hat eine andere Auflagefläche, eher für noch moderateres Sitzen, wie zum Beispiel bei den Holland-Modellen, wie zum Beispiel bei Gazelle. Da wird häufig der Goldi für Männer und für Frauen verarbeitet. Hier passt der Goldi. Der Goldi, genau. Was hat der Goldi denn so was Besonderes, wo du sagst, so du erwähntest Gazelle. Gazelle ist ja dafür bekannt als niederländischer, holländischer Hersteller, eine doch im Alltäglichen eher moderate, aufrechte Sitzposition, sondern die sehr, sehr vielen Leuten gefällt. Genau. Und da erwähntest du den Goldi. Warum empfiehlst du den Goldi? Den Goldi speziell für die Holland-typische Sitzposition. Er ist breiter, er ist kürzer. Das ist gerade das Breitere, bietet eine größere Auflagefläche. Wenn man gerade sitzt, sitzt man nicht ausschließlich mit den Sitzknochen zum Beispiel, sondern richtig mit dem Po auf dem Sattel. Das heißt, die Auflagefläche darf größer sein, was auch bequemer ist. Wichtig ist aber auch bei den Sätteln von P&P, sie sind nicht zu weich. Das ist auch immer eine wichtige Sache. Wir sagen eigentlich immer, man muss auf dem Sattel sitzen, nicht im Sattel. Darum ist der Sattel von P&P kein ganz, ganz klassischer, super weicher Sattel. Er ist ein Streckensattel, er ist aber auch für die kurze Strecke geeignet. Genau, das, was du so schön, also ein sehr interessanter Satz, den müssen wir aufschreiben, Schoni, das müssen wir mal benutzen, dass man, ja, für uns, die Polsterung ist schon ausschlaggebend, das muss man sagen. Absolut. Also ganz wichtig für uns, dass wir nicht so ganz hart sind, das sind wir Menschen auch nicht, wir sind keine Krustentiere, die ein gepanzertes Fell haben, sondern wir sind geschmeidig und weich. Und gerade so an diesen Bereichen, also diese drei Punkte, die wir haben, darf das auch etwas komfortabler sein. Wir sagen immer, wir sind im Komfortbereich angekommen. Und für mich ist das also auch immer ein Punkt zu sagen, ja, Komfort schon schön. Nicht? Und bei dem Goldi, da würde ich gerne noch mal eine Sache, vielleicht, dass du die noch mal erklärst. Der Goldi unterscheidet sich ja rein optisch. Nicht nur, dass er eben sehr komfortabel ist, sondern die kurze Nase, die er hat. Genau. Das ist für viele Radfahrer ein wahnsinniges Thema geworden. Weil eben hier und da zwickt und drückt es und tut weh und tut manchmal richtig weh. Und wir haben versucht, da eine Lösung zu finden. Und die Lösung ist die kurze Nase. Vielleicht magst du das mal kurz beschreiben oder vielleicht haben wir auch noch irgendwo ein Fahrrad stehen oder wir zeigen den Sattel gleich nochmal. Ich habe sogar eine Gazelle da mit dem Goldi montiert. Das heißt, es wäre ideal, dass ich das jetzt einmal hole. Und dann schauen wir uns auf dem Gazelle mit der moderaten Sitzposition mal genau den Goldi an. Coole Idee.